Willkommen bei Beckenbauer, dem RZ-Sport-Podcast, präsentiert von Nico Beck und Tilman Bauer. Servus, liebe Freunde der verbalen Doppelpässe der Sportanalysen mit Unterschnitt und Topspin. Das ist Folge 25, ich bin Nico Beck und auch heute ist er an meiner Seite. Ihr kennt ihn, ihr liebt ihn. Mein hochgeschätzter Kollege Tilman, jetzt grinst er, Bauer. Das Steh-auf-Menschen der deutschen Sportpodcaster, der alleine in den vergangenen 7 Tagen als Reporter der Rhein-Neckar-Löwen mehr Niederschläge kassiert hat als Henry Maske in seiner gesamten Boxkarriere. Und dennoch ist er wieder aufgestanden, um mit mir heute Morgen die Jubiläumsfolge 25 aufzunehmen. Ich grüße dich. Grüß Gott, tada, da bin ich wieder zurück und ich kann die Gratulation nur zurückgeben. 25 Folgen. Habe ich dir gratuliert? Ja. Ah, okay. Ja, oder? Du hast doch gerade gesagt, zur 25. Folge oder sowas. Ja, Glückwunsch dazu. Ja, haben wir gut gemacht. Wir können sie ja selbst feiern, ne? Sonst macht es ja eh keiner. Ja, genau. Aber schön, dass du mich wieder so ausführlich begrüßt hast. Ja, vergangene Woche war nicht leicht, muss man so sagen. Aber das werden wir ja mit Sicherheit im Laufe der Folge noch intensiv aufarbeiten, was da passiert ist. Ja, mit Sicherheit. Was machen wir denn noch heute? Wir haben, nachdem wir über die Rhein-Neckar-Löwen gesprochen haben, mal was ganz Neues im Gepäck. Wir machen so eine Art, ja, wie wollen wir es nennen, Speed-Zusammenfassung. Speed-Dating. Ja, Speed-Dating wäre auch gut. Über die Teams aus unserer Region. Wer hat wie geliefert in der vergangenen Woche und wird wie von uns gerankt? Ja? Ja, ein Power-Ranking, genau. Ja, schauen wir mal, ob sich das durchsetzt in den kommenden Folgen. Und zum Schluss wollen wir natürlich noch über die Legende an der Tischtennisplatte sprechen, über Tilman Bauer, natürlich über Timo Boll, so rum, so viel. Soll es das gewesen sein mit den schlechten Witzen zum Einstieg, oder? Ja, glaubst du mir, dass ich eben erst gemerkt habe, dass ihr die gleichen Initialen habt? Ja, das glaube ich dir, ja. Tipp. Glaubst du, er schreibt auch für die ANZ oder was? Nee, kann er ja nicht mehr. Kürzel ist ja belegt. Ja, stimmt. Thibaut so, vielleicht. Auf geht's. Rein in die erste Kategorie. Wir haben viel zu besprechen. 4-3-3 und 3-5-2. Beckenbauers Zahl der Woche. Es klingt traurig und es ist auch traurig. Unsere Zahl der Woche ist in dieser Woche die 14. Denn so viele Minuspunkte haben die Handballer der Rhein-Neckar-Löwen mittlerweile auf dem Konto in der Bundesliga und das nach 13 Spielen, heißt Platz 10. Und ja, in der vergangenen Woche, Kollege Beck hat es schon hier richtig angesprochen, gab es 3 weitere Minuspunkte. Einmal gegen Lemgo nur unentschieden und dann in Melsungen verloren mit der Schlusssirene. Oh, schlechter hätte es eigentlich nicht laufen können. Man muss sich ja eigentlich bloß jeweils die beiden letzten Szenen des Spiels anschauen. Die hast du ja angeguckt, oder? Mehr auch nicht, ja, genau. Aber die habe ich gesehen. Ne? Ja. Die habe ich gesehen. Ex-Trainer Martin Schwalb bei Sky hat sich an den Kopf langen müssen und sagte, die Rhein-Neckar-Löwen, was ist mit den Rhein-Neckar-Löwen? Was machen die Rhein-Neckar-Löwen? Also, dass dieser Videoclip nicht viral ging, hat mich etwas gewundert. Ja, im Handball dauert es ein bisschen, bis Sachen viral gehen, ne? Aber auch Schwalbe war verzweifelt und konnte es nicht fassen, was da passiert ist. Du warst beide Male in der Halle, erzähl mal ein bisschen. Also fangen wir mal vielleicht mit Leipzig an. Da war eigentlich der Sieg schon eingetütet, ne? Ja. Lemgo, Entschuldigung. Nee, du hast gerade richtig gesagt. Ich hab, glaube ich, Lemgo gesagt, ne? Du hast Lemgo gesagt. Ja, das war falsch, das macht jetzt aber nichts, wir lassen das drin. Die haben natürlich gegen Leipzig unentschieden gespielt. Lemgo haben sie verloren schon vor 2 Wochen oder was auch immer. Gegen Leipzig war es so, das Spiel war eigentlich gewonnen. Löwen waren mit einem Tor vorne, es gab noch eine Auszeit, sie waren im Ballbesitz. Und anstatt die letzten 10 Sekunden runterzuspielen oder den Ball vielleicht unter das Dach zu schießen, damit der Gegner nicht mehr an den Ball kommt, kam der finnische Linksaußen Benjamin Helander auf die Idee, doch nochmal aufs Tor zu werfen. Die glorreiche Idee. Ja. Er hat nicht getroffen und den Ball eben so verworfen, dass der gegnerische Torhüter den Ball nur noch aufnehmen musste, den Pass direkt über das ganze Spielfeld zu Patrick Wiesmach, dem Rechtsaußen von Leipzig, gespielt hat, der ihn im Camper angenommen hat und direkt ins Tor der Löwen geworfen hat. Also innerhalb von 3 Sekunden über das ganze Spielfeld. Ja, jeder, mit dem ich da gesprochen habe, danach, der hat gesagt, also sowas hat er selbst noch nicht gesehen. Das passiert in 1 zu 10.000 Fällen. Ja.
dass so ein Spiel noch kippt, aber es hat gepasst zur aktuellen Lage der Löwen. Das war Part 1. Ja, da muss ich jetzt kurz einhaken. Also, wenn man das jetzt nochmal versucht, runterzubrechen, was da passiert ist. Die hatten den Ball, die waren vorne und hatten überhaupt keinen Druck. Ja, also nach einer gewissen Zeit wird dann immer Zeitspiel angezeigt, logischerweise, wenn man nicht mehr aufs Tor geht. Aber ja. Also jeder normale Mensch hätte das runterspielen können, sagen wir es mal so. So, und dann werfen sie, hätte er getroffen, wäre es natürlich auch durch gewesen. Hätte genau. Er das Ding auf die Tribüne gepfeffert, wäre die Zeit abgelaufen gewesen. Hätte der Keeper den irgendwo anders hinpariert als direkt neben seinen Fuß, genau. Wäre das Spiel auch entschieden gewesen. Genau. Wäre der Rechtsaußen nicht schon direkt vorgelaufen und hätte diesen Pass direkt in der Luft annehmen können, wäre auch keine Zeit mehr gewesen wahrscheinlich, um da noch einen vernünftigen Angriff auszuspielen. Genau. Und der Torwart muss ja auch erstmal den Ball so spielen, perfekt in den Lauf. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber war das denn irgendwie so abgemacht vorher? Oder also schickt man da überhaupt nichts abgemacht? Das ist nur noch improvisiert. Also die haben ja selbst nicht daran geglaubt, dass sie überhaupt nochmal einen Ball bekommen. Ja, also, Wahnsinn. Und Katsigiannis hätte den Ball ja auch noch halten können, der Löwentorhüter. Ja. Das kommt ja auch noch dazu. Ja. Und dann steht es also am Ende unentschieden. Die einen machen eine Jubeltraube und die anderen liegen am Boden und heulen, gefühlt. Ja, Benjamin Helander war schon sehr niedergeschlagen. Das ist ja auch ein ganz junger Kerl, der hat jetzt kein überragendes Spiel gemacht. Der hat 7 Tore, glaube ich, geworfen, aber auch 7 verworfen, also 7 Schüsse vergeben. Wollte dann halt den Entscheidenden noch machen. Ja, er fehlt halt die Erfahrung dann. Ja gut, man kann ja sagen, er hat den Entscheidenden gemacht. Halt nur nicht für die Löwen, sondern die entscheidende Aktion für Leipzig. Oh, das wird man aber noch sich ein paar Mal angucken, auf jeden Fall, in den Highlight-Clips. So, und dann denkt man, naja, das passiert einmal in 10.000 Fällen, hast du ja schon gesagt. Mhm. Und dann lernt man daraus. Und wenn man irgendwann wieder in so eine Situation kommen sollte, dass man kurz vor Schluss vorne ist, den Ball hat, eine Auszeit, dann passiert was 3 Tage später? Ja, dann sollte vielleicht der Lerneffekt eintreffen. Und ich saß in Kassel am Spielfeldrand, neben mir der Kollege von Radio FFH. Ja? Und ich habe zu ihm gesagt, pass acht, das Spiel ist noch nicht entschieden. Das geht noch schief. Und er hat nur gegrinst. Also man muss ja sagen, es stand unentschieden zu diesem Zeitpunkt. Ah, okay. Das heißt, sie hätten nicht den Sieg sicher gehabt, sondern den Punkt. Und es war die identische Situation. Sie hatten ja auch noch eine Auszeit, ein paar Sekunden vor Schluss. Dann war es eben Lukas Nilsson, der den Ball nach 3 Sekunden ohne Druck versucht, an den Kreis zu spielen. Melsung kommt nochmal an den Ball, geht natürlich in Volltempo nach vorne, wird gestoppt mit einem Foul und dann direkter Freiwurf nach Ablauf der Zeit von Julius Kühn ins Tor. Und dann haben die Löwen wieder verloren. Und also, was heißt wieder verloren, aber waren der gefühlte Verlierer. Ja. Und der Kollege von Radio FFH, der hat dann zu mir gesagt, ich als Radiomann, ich sage immer dann in solchen Fällen ganz gern, das muss man einfach gesehen haben, liebe Zuschauer. Da gehst du dem Radiomann genauso wie dem Zeitungsfritzen. Ne? Ja. Schwierig zu beschreiben. Aber das ist ja Wahnsinn. Also in einer Woche zweimal wirklich solche Nackenschläge zu kassieren in einer Saison, in der sowieso schon nicht viel zusammenläuft. Also was machen wir mit den Löwen jetzt? Ja, was machen wir? Abwarten und Tee trinken. Schlimmer wird's nimmer. Wir haben ja auch schon ein paar Mal über Klaus Gärtner gesprochen, den Interimscoach, der ja selbst auch da schon ein paar Mal sich selbst da in Zweifel gestellt hat, ob er der richtige Mann ist. Und das ist ja wirklich eine ganz, ganz schwierige Phase, die man da durchlebt. Aber kann man das denn nicht auch dem Trainer ankreiden? Also sind das einfach Blackouts oder wie muss ich mir das denn vorstellen? Beim Unentschieden, okay, da spielen die noch auf Sieg, da wollten sie ja selber noch ein Tor machen wahrscheinlich, dann kann auch mal ein Fehlpass passieren. Da muss ich dir jetzt mal kurz unterbrechen. Ja. Das ist nämlich ein gutes Thema, das du ansprichst. Danke. Ich war ja zum in der Mal. Ja, ich war ja in der Halle, habe mir aber im Nachhinein dann noch die Auszeit angeguckt, die letzte Auszeit bei Sky. Und da sagt Klaus Gärtner, Jungs, wir nehmen den Punkt mit, dreht sich um und geht. Und Andi Schmid hat dann, das ist ja auch jetzt nichts Ungewöhnliches, dass der Spielmacher den letzten Angriff ansagt, weil er auch, er hat ja alles gewonnen, alles hat die Erfahrung. Ja. Aber wir nehmen den Punkt mit, bedeutet für mich, wir sind den Ball geben wir zumindest Punkt. Nicht mehr her. Ne? Wir werfen selbst in der letzten Sekunde nochmal drauf und wenn er reingeht, haben wir Glück und wenn nicht, ist halt unentschieden so. Ja, aber die Rhein-Neckar-Löwen, die lange ein Spitzenteam waren, ich sag mal so, ein Spitzenteam geht dann auf Sieg, wenn es den Ball hat, 13 Sekunden noch zu spielen sind, es ein enges Spiel ist, ja, dann sagt es meiner Meinung nach auch schon was aus, wenn man sagt, wir nehmen den Punkt mit und geben uns mit dem Unentschieden zufrieden.
Ja, was sagt das aus? Dass Klaus Gärtner offenbar die Situation realistisch einschätzt, weil, wie du schon selbst gesagt hast, Zahl der Woche 14, 14 Minuspunkte nach 13 Spielen, Tabellenplatz 10, das ist kein Spitzenteam. Ja, vielleicht war es ja auch deswegen, gerade aufgrund dieses Leipzig-Desasters da geschuldet, dass man gesagt hat, okay, wir wollen jetzt auf jeden Fall nicht nochmal, dass wieder sowas passiert, sondern wir gehen jetzt auf Nummer sicher. Und wenn, so wie es ja alle vorgeworfen haben, und wenn wir den Ball jetzt die Tribüne werfen, wir holen hier einen Punkt in Melsungen, ja, wenn das die Taktik war, dann muss man sagen, okay, muss man respektieren, aber die Taktik eines Spitzenteams ist das nicht. Ja, aber die Taktik eines Spitzenteams, das Ding dann sogar noch zu verlieren, auch nicht, ne? Ja, kenne ich so viele Spitzenteams, die das so machen. Naja, okay. Jetzt kommt meine provokante Frage, weil, dass die Löwen ihren eigenen Ansprüchen meilenweit hinterherhinken und ja auch in diesem Mega-Umbruch gerade stecken, mit all den Themen, die wir schon ganz oft besprochen haben, mit dem neuen Trainer, der dann kommt, mit den Allstars, die dann aufhören oder wechseln, kann das denn ganz bitter enden in dieser Saison? Glaubst du, dass die noch richtig in, ich spreche es mal aus, das böse Wort, in Abstiegsgefahr geraten können? Natürlich nicht. Ah, da ist er. Er kann so viele Niederschläge kassieren. Steh auf, Männchen. Nein, also mit dem Abstieg werden die nichts zu tun haben. Da muss ich mich jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen, aber da gibt es Mannschaften, die sind so viel schlechter. Man wird sich da irgendwo im Mittelfeld meiner Meinung nach einpendeln. Da ist auch einfach viel zu viel Qualität dann doch im Kader. Ja, es sind ja dann auch so knappe Spiele. Ich sag mal, man war jetzt nicht gegen Leipzig chancenlos und auch nicht gegen Melsungen, sondern man hat es halt, das ist dann halt eine Kopfsache auch in den letzten Sekunden irgendwie verspielt. Aber du weißt, gerade diese Spieler, die ja eigentlich zu höheren Berufen sind, Andi Schmid, Uwe Gensheimer, wie sie alle heißen, die haben halt auch in so Situationen haben die überhaupt keinerlei Erfahrung, wie das dann ist, wenn man wirklich, wenn jeder Punkt zählt, wenn man dann mal einen Punkt mitnehmen muss, auswärts in Melsungen. Ja. Können wir vielleicht auch noch kurz drüber reden. Andi Schmid, sein Social-Media-Post, der hat mich auch etwas überrascht. Mhm. Kannst du ein bisschen mehr dazu erzählen wahrscheinlich? Aber das sind alles so Anzeichen, dass man da so langsam doch vielleicht ein bisschen, ja, der Arsch auf Grundeis geht, wenn ich es mal so salopp formulieren darf. Ja, also Andi Schmid hat nach dem Melsungen-Spiel sich gezwungen gefühlt, mal sich auf Social Media zu äußern, denn die Social Media Rambos, wie er sie genannt hat, ja, das hat ihm halt nicht so gefallen, dass immer nach Niederlagen und Niederschlägen auf Social Media jeder denkt, er wüsste es besser und alles, was man sich in den letzten Jahren ja aufgebaut hat, und da war ja Andi Schmid ja so der Dreh- und Angelpunkt, dass das wieder so eingerissen wird innerhalb von einem Jahr, wo es halt mal nicht so läuft und dass jeder denkt, er müsste jetzt seine Meinung dazu abgeben und dass er eben selbst weiß, dass es scheiße läuft, ja, und dass man halt da nur zusammen rauskommt und wer nur auf Social Media ist, um zu bashen, der soll sich doch gefälligst einen neuen Verein suchen. Aber das ist natürlich auch eine Sache, boah, ob man in so einer Phase dann sich noch mit den eigenen Fans irgendwie anlegen muss, ja, naja. Ja, es gab aber viel Zuspruch, muss man sagen. Es ist ja auch klar, nach so einer Aktion, da gibt es auf Social Media immer viel Zuspruch. Ja. Aber sagen wir mal so, es zeigt ja was, wenn der Spielmacher, eine Identifikationsfigur vom Verein, sich schon gezwungen fühlt, sich so zu äußern, oder? Ja. Da kann ja nicht alles gut sein. Nee, natürlich nicht. Nur, ich weiß halt nicht, ob nach so einer Woche mit zwei so Erlebnissen man dann noch zwingend das Fass aufmachen muss, irgendwie mit dem eigenen Anhang hart ins Gericht zu gehen. Aber gut, bleibt auf jeden Fall spannend. Die Löwen können wir also ausklammern in unserem neuen Metropol-Ranking. Bin aber schon sehr gespannt, wenn wir da alles auf den Plätzen haben. Die Schweden sind keine Holländer. Beckenbauers Metropol-Ranking. Die Schweden sind keine Holländer. Die Fußballer spielen nicht gegen die Basketballer. Und stark. Und wie wir die Eishockey-Cracks da reinkriegen, wissen wir auch noch nicht, aber wir versuchen es zumindest mal. Und zwar haben wir 7 Teams, die unterschiedlich abgeschnitten haben in den vergangenen Wochen. Ja. Und der Kollege Bauer ist top vorbereitet, hat er mir gesagt. Er darf gerne widersprechen, können wir ein bisschen diskutieren. Ich habe mal eine Rangfolge aufgestellt. Wir fangen hinten an, auf Platz 7. Warte, und ich hätte gerne, dass du die Teams so vorträgst, wie so in der Nachrichtensprechermanier. In der Nachrichtensprechermanier. Ja, so die S&P Baskets Heidelberg haben in Hannover mit 60-93 verloren. Ja, aus mir wäre kein guter Nachrichtensprecher geworden, ich weiß.
Und du kannst vortragen, wie du willst, mach jetzt. Ob ich das besser kann, weiß ich auch noch nicht, aber ich versuch's mal. Ja. Also auf Platz 7, du hast ja schon angekündigt, da kommen wir nicht drum rum, die SNP Baskets, das USC Heidelberg in der Damen-Basketball-Bundesliga, die warten weiterhin auf ihren ersten Sieg. Nach mittlerweile 10 Spielen, 10 Niederlagen, jetzt am Wochenende untergegangen in Hannover. Ja, ich glaube, wer das Schlusslicht ist in unserem Ranking, da brauchen wir leider nicht lang drüber zu diskutieren. Wer das Schlusslicht in der Tabelle ist, ist auch das Schlusslicht in unserem Ranking. So. So, und jetzt kommt meine schlaue Frage dazu. Bin schon sehr gespannt. Gibt es eine Spielerin, die 1,90 Meter oder größer ist? Wenn ja, welche? Also, mir wurde ja schon angekündigt, dass der Kollege mich jetzt mit so ein paar Preisfragen konfrontieren wird. Okay, ja, gibt es. Wenn ja, welche? Ich tippe mal auf Harriet Otwell Soulsby. Okay, spannend, aber beides falsch. Esther Focke ist mit 1,87 Meter die größte Spielerin. Aha. Das wundert mich jetzt aber. Ja, mich hat es auch gewundert, aber das sind die offiziellen Angaben. Wo hast du das her? Naja, auf der offiziellen Website der SNP Baskets. Ja, da wird ja immer wöchentlich nachgemessen. Dann guck mal bitte, wie groß die Center-Spielerin Otwell Soulsby ist, weil ich bin mir relativ sicher, dass sie größer ist. Das müssen wir jetzt kurz klären. Die Zeit nehmen wir uns. Okay, gib mir mal kurz eine Sekunde. So sehr kann mich mein Augenmaß jetzt nicht getäuscht haben. Ja, du kannst ja schon mal hier weiter mit unserem nächsten Verein. Nee, dazu brauche ich dich. Toyota Damen Basketball Bundesliga.de, die offizielle Liga-Seite. Harriet Otwell Soulsby, Nummer 14, Position Center, 26 Jahre alt, SNP Baskets, 1,90 Meter. So. So. Also ich bin ja wieder drauf live. 1,82 Meter laut USC Heidelberg. Was? Okay, das ist aber jetzt. Okay, da müssen wir nochmal recherchieren. Das ist ein klarer Fall für den Faktencheck. Also okay. die 8 Zentimeter, die. Wahnsinn. Wo sind die hingekommen? Wobei, das Problem hatten wir ja schon mal, ne, mit den Spielern, die sich in anderen Ländern mit Schuhen messen lassen. Ja, stimmt. Im Flugzeug ein bisschen schrumpfen, wenn sie dann ihren Profivertrag in der Tasche haben. Aber das ist jetzt ein bisschen eigenartig. Da müssen wir in die Aufarbeitung gehen. Mhm, gut. Wir wollten das ja schnell machen, diese wir sind immer noch beim ersten Verein. Gerne etwas kleiner und dafür ein paar mehr Siege. Genau, nächster Verein bitte. Auf Platz 6 der SV Sandhausen in der zweiten Fußball-Bundesliga am Wochenende. Gut angefangen, in Führung gegangen, am Ende aber mit 2-5 auf Schalke untergegangen. Stecken tief drin im Abstiegskampf. Momentan vorletzter, Platz 17, 2 Punkte Rückstand auf Hannover auf dem Relegationsrang. Ich glaube, auch da kannst du nicht widersprechen. Nö. Wie hoch ist der Marktwert des Kaders laut Transfermarkt.de? Ich habe Spaß mit dir. Der Marktwert des Kaders, den würde ich jetzt einfach mal beziffern auf 7,5 Millionen. 11,85 Millionen. Oh, dann möchte ich Entschuldigung an den Hartwald schicken. Ich habe sie unterschätzt. Aber ein paar Siege wären jetzt auch beim SVS ganz hilfreich. Nächste Woche spielen sie zu Hause gegen Paderborn. Die sind aktuell Tabellenvierter, kämpfen um den Aufstieg. Aber wer weiß, die Hartwälder sind ja auch immer für eine Überraschung gut. Weiter geht's. Auf Platz 5. Selbe Liga. Der KSC. Vom Hartwald zum Wildpark. Ja. Mhm. Rang 9. Am vergangenen Wochenende den höchsten Saisonsieg gefeiert. Nämlich 4-0 gewonnen gegen Hannover 96 im Heimspiel. Mittelfeldplatz. Jetzt wird's leicht. Welche Baumart sitzt beim KSC auf der Trainerbank? Die Eiche. Richtig. Christian Eichner. Ja, sehr schön. Da machen wir jetzt ganz schnell einen Haken dran, bevor die Leute darüber zu lange nachdenken. Auf Platz 4 die MLP Academics in der Basketball-Bundesliga. Der Aufsteiger hat spielfrei gehabt am Wochenende, hatten einen tollen Saisonstart mit 4 Siegen aus 5 Spielen. Mhm. Jetzt haben sie leider 3-mal in Folge verloren, stehen bei 4-4. Sind aber als Aufsteiger immer noch im Mittelfeld auf Platz 11. Ausgeglichene Bilanz, aber auch plus 2 Siege Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Also von dem tollen Saisonstart kann man auch nicht mehr allzu lange zehren. Was kostet das billigste Ticket für ein Heimspiel im SNP-Dome?
12 Euro. 8 Euro ermäßigt. Ja, sehr schön. Also, wer ein Ticket ergattern möchte, ich glaube, noch geht's ja. Wissen wir ja nicht so genau, was da jetzt alles kommt in den nächsten ein, zwei Tagen. Ja, stimmt. Aber Stand jetzt dürfen die Leute noch reinkommen. Samstag, 18 Uhr, Heimspiel gegen die BG Göttingen. Tabelle 9. Und am Montag, am Nikolaustag, geht's dann zu den großen Bayern nach München. Jetzt sind wir schon auf dem Treppchen. Oh, ich bin schon nervös. Platz 3, der SV Waldhof. Fußball-Drittligist, 3:1 gewonnen am Freitag beim MSV Duisburg. Hat sich vorgeschoben auf Tabellenplatz 4. Das heißt, die auch ja von uns schon öfter mal thematisierten, sehr offensiven Aufstiegsziele sind gar nicht mehr so fern. Auf am rechten Außenverteidigerposition, da spielt ja Niklas Sommer. Ja. Wie viele Follower hat er auf Instagram? Instagram-Follower hat Niklas Willi Sommer. Ja, das, also, da hätte ich mich jetzt wirklich drauf vorbereiten können, weil das hier nichts anderes kommen kann, das war ja eigentlich klar. Das lag auf der Hand. Ich würde sagen, er hat ungefähr so viele Follower wie wir Hörer, ich sag mal 2,5 Millionen. Ja, 318.000, aber ja, da liegen wir dann noch vorne, würde ich sagen. Genau, okay. Auch da schnell weiter. Platz 2 und Platz 1, lange überlegt. Eigentlich die ersten drei haben wir schon lange diskutiert, aber haben uns dann geeinigt, dass wir den Waldhof auf die 3 setzen. Und auf Platz 2 die TSG Hoffenheim. Oh. Ja, das geht schnell. Fußballgeschäft ist ein schnelllebiges Geschäft. Dankeschön, ich wollte gerade sagen, dein Einsatz. Ja. Naja, aber es ist ja wirklich so, die TSG, über die ja, wir auch schon hin und wieder mal etwas frustriert uns geäußert haben, hat jetzt nicht nur vor zwei Wochen, in der vergangenen Woche, Entschuldigung, Leipzig geschlagen durch einen ganz starken Auftritt, sondern haben jetzt auch endlich ihre Auswärtsschwäche, den Auswärtsfluch vertrieben, haben 6:3, wird es zustande kommen und das Ergebnis, da brauchen wir jetzt nicht zu lange zu reden, in Fürth gewonnen. Nach dem ersten Spieltag gegen Augsburg der zweite Auswärtssieg endlich mal. Auch Sebastian Hoeneß hat zum ersten Mal als Hoffenheim-Trainer gegen einen Aufsteiger gewonnen. Ja, und schon sind sie auf Tabellenplatz 5. Ganz nah dran, muss man ja so sagen, an den Champions-League-Plätzen. Also 20 Punkte auf Platz 4. Der SC Freiburg mit 22. Gegen die spielen sie in zwei Wochen. Ja, schauen wir mal. So ist meine Frage für dich als Hoffenheim-Kenner. Natürlich jetzt eine relativ leichte. Wie viele Punkte gab es denn aus den letzten 6 Spielen? Aus den letzten 6 Spielen? Da hatten wir 2 Auswärtsniederlagen, 1 Auswärtssieg und 3 Heimsiege. Dann sind wir bei 12. Ja, ich habe hier halt 9 stehen. Aber wahrscheinlich habe ich dann falsch recherchiert. Ja, okay. Wollen wir das jetzt aufklären? Oder ja, sollten wir schon tun. Unsere Hörer dumm sterben lassen. Ja, warte mal. Also, gegen Fürth gewonnen, gegen Leipzig gewonnen. Sind wir bei 6. Davor in Bochum verloren, sind wir immer noch bei 6. Ja, dann gegen Hertha gewonnen. Sind wir bei 9. Sind die 9. In München verloren. Ja. Ah, und gegen Köln gewonnen. Ja. Ja, okay. Steinigt mich. 12. Also ich hatte ja 3 Punkte in meinem Mathe-Abi, wie unsere Hörer seit Folge 1 nach den ersten 2 Minuten unseres Podcasts wissen. Wie viel hattest du? Mathe-Abi 8. Ah, okay. Naja, ist ja auch schon ein bisschen her bei dir. Okay, so, auch das hätten wir geklärt. Die TSG Hoffenheim also ganz knapp geschlagen auf Platz 2, aber deutlich im Aufwärtstrend und an der Spitze nach wie vor die Adler Mannheim in der DEL. Tabellenführer waren sie lange Zeit, dann kam Corona, viele Verletzungen, 3 Niederlagen in Folge, Rumpfkader, aufgefüllt mit jungen Talenten, aber jetzt am Sonntag im Spitzenspiel gegen München, gegen den Tabellenführer, ein spätes 2:2 und dann in der Overtime sogar noch den Siegtreffer gemacht. Adler geben niemals auf. Ja, so ist es. Welches Lied läuft vor jedem Adlerspiel zu Hause? Adler geben niemals auf. Nee, welches wirkliche Lied? Ja, schon klar, ich weiß es nicht. Major Tom. Major Tom, so ist es, ja. Dann hebt er ab und völlig losgelöst. Ja. Ja, das war doch eine super Kategorie. Ja, vor allem deine Fragen haben das Ganze natürlich auf ein qualitativ ganz anderes Niveau gehoben. Ja. Kann ich mich dran gewöhnen? Ja, also wenn man jetzt mal sich die 7 Fragen anschaut, ja, so Instagram-Follower,
Ja, lass mich noch gefallen. Hast du jetzt aufgeschrieben oder hast du jetzt mitgeschrieben? Körpergröße bei den Baskets einfach falsch. Punkte bei der TSG Hoffenheim. Punkte bei der TSG Hoffenheim einfach falsch. Was hast du noch gehabt? Christian Eichner, Baumart auf der Trainerbank. Naja, okay. Aber gut, dafür bist du ja da. Ach Gott, einfach falsch. Unterhaltungsfaktor. Ja, kannst du auch alleine machen, wenn du willst. Nee, ich brauche dich doch. Vor allem jetzt brauche ich dich als Tischtennis-Experten. Auf geht's. Letzte Kategorie. Einen haben wir noch. Der liebe Gott freut sich über jedes Kind. Beckenbauers Gesicht der Woche. Unser Gesicht der Woche ist Timo Boll. Und ich glaube, wir müssen die letzte Kategorie ein bisschen straffen, wenn ich hier so auf die Zeit gucke. Und wollen den Großmeister an der Platte doch würdigen. Denn er hat bei der Tischtennis-Weltmeisterschaft in Houston ordentlich für Furore gesorgt. Mit seinen 40 Jahren ist er ins Halbfinale eingezogen, hat das aber nicht ganz gewonnen. Ja, man kann auch sagen, er hat es verloren. Und darf sich deswegen trotzdem über die Bronzemedaille freuen, denn es gibt kein Spiel um Platz 3. Alle, die im Halbfinale ausscheiden, bekommen die Bronzemedaille. Mit 40 Jahren, Timo Boll, unglaublich, war seine zweite Medaille nach 2011, die er bei einer Weltmeisterschaft im Einzel errungen hat. Was natürlich für einen Tischtennisspieler aus Europa eine sensationelle Leistung ist, wissen wir alle. Die Welt wird dominiert eher von den Asiaten an der Platte. Nicht nur im Tischtennis, ja. Genau. Und natürlich kann man diesen Erfolg gar nicht hoch genug einstufen, weil er ist nicht nur mit 40 hat er gespielt gegen den 19 Jahre alten Schweden, sondern er hat ja auch ein schweres Handicap mit sich rumgetragen. Bauchmuskelverletzung, teilweise zu viele Sit-ups gemacht. Nach seinen Punkten mit schmerzverzerrtem Gesicht aufgestöhnt und hat es ja wirklich nur ganz knapp verpasst, sein erstes WM-Finale. Glaube ich, die ersten beiden Sätze sogar gewonnen gehabt, also mit 2-0 Satzführung. Und dann aber doch 3-4 Sätze knapp geschlagen gegeben. Dennoch ein Riesenerfolg. Jörg Roskopf, der Bundestrainer, hat gesagt, naja gut, 2011 hat er Bronze geholt, 2021 hat er Bronze geholt, vielleicht holt er jetzt 2033. Holt er dann ja vielleicht wirklich Silber oder Gold. Ja, also sag niemals nie. Ja? Wenn es einem zuzutrauen ist, dann Timo Boll auf jeden Fall. Aber ist ja schon verrückt eigentlich, ne, dass dann da so ein Großmeister, ein Altmeister gegen so junge Wilde spielt, die ja irgendwie alle wahrscheinlich unter anderem wegen Timo Boll überhaupt angefangen haben, Tischtennis zu spielen. Also ich habe irgendwo gelesen, dass sein Viertelfinalgegner, das war ein Amerikaner, der hat mit einem Schläger gespielt, Edition Timo Boll. So, ja. Steht dann gegen seinen Schläger sozusagen, ja, steht er an der Platte. Und jetzt auch der Schwede Truls Moregard, gegen den er da verloren hat im Halbfinale, der hat auch in seinem offiziellen Profil als großes Vorbild Timo Boll angegeben. Klar, für alle Europäer, denke ich mal, ist es die lebende Legende. Ich habe ihn Timo Boll tatsächlich am Samstagabend noch im Sportstudio gesehen. Okay. Da hat er nämlich Grußworte ausgesprochen für seinen guten Freund Valentin Baus. Der hat sich bei den Paralympics den Titel geholt im Tischtennis. Ja, mit dem habe ich tatsächlich 2016 in Rio auch schon gesprochen. Ja, mein Freund. War schon dabei. 25 Jahre alt, toller Typ, war im Sportstudio. Nicht nur, weil er sich den Paralympics-Titel geholt hat, sondern auch, weil er zum Parasportler des Jahres ausgezeichnet wurde. Und der kennt Timo Boll wohl ganz gut. Die haben auch schon das ein oder andere Mal sich duelliert. Okay. Ja, natürlich, um einen fairen Wettkampf herzustellen, musste dann also Timo Boll auch im Rollstuhl sitzen. Und da hat er dann keine Chance gehabt. Valentin Baus, ganz cool, hat gesagt, naja, ich glaube, wenn der Timo vielleicht ein bisschen mehr trainieren würde im Rollstuhl, dann könnte es auch eng werden. Ja, sagt das mal zu einem der besten Tischtennisspieler aller Zeiten. Wenn der ein bisschen mehr trainiert, dann könnte es eng werden. So, aber war ganz sympathisch, war ganz nett und Timo Boll sagte da in seinem Grußwort, hast da gezeigt beim Paralympics, wie das ist, als Europäer, die Chinesen, wie sagt man da? Die Grenzen aufzuzeigen oder in die Schranken zu weisen. Die Grenzen aufzuzeigen und das will er, nimmt er sich auch vor, aber ja, Halbfinale war Endstation. Wenn du schon sagst, wenn er ein bisschen mehr trainieren würde, ne, Timo Boll, so habe ich zumindest gelesen, trainiert jetzt mittlerweile nur noch einmal am Tag, ne, weil der Körper es einfach nicht mehr mitmacht und man muss ja auch auf seinen Körper achten. Ne. Der hat dann so erzählt, ja, die jungen Hüpfer, ne, die trainieren da fast den ganzen Tag, stehen den ganzen Tag an der Platte, feilen an der Technik. Ja, er steht morgens auf, trinkt sein Käffchen, großer Kaffee-Fan und dann leckt die Wunden. Ja, und dann gibt es da eine Einheit am Tag und der Rest wird mit Erfahrung und ja, Technik gemacht. Ja, aber ich finde es auch Wahnsinn. Also ich meine, 40, Tischtennis. Worum geht es denn beim Tischtennis? Um Schnelligkeit, um Dynamik? Du musst ja auch irgendwie Reaktionsschnelligkeit. Ja, und was lässt nach im Alter als erstes?
Also bei Formel 1 fahren eine Sehfähigkeit von 280%. Also ich dachte, bei 100 ist Schluss. Aber bei Formel-1-Fahrern, das sagt man immer so, über 30, ja, da verlieren die einfach ein paar Zehntel, weil sie nicht mehr so schnell reagieren, wenn es dann wirklich um die Nuancen geht. Und der steht an der Tischtennisplatte. Also Entschuldigung, ja, muss man irgendwo schneller reagieren als an der Tischtennisplatte. Und spielt mit Bauchmuskelzerrung einfach mal ein WM-Halbfinale, holt sich Bronze. Chapeau, Hut ab. Schneller reagieren muss man nur, wenn die neuen Impftermine freigeschaltet werden. Aber Timo Boll hat sehr, sehr geistreicher Einwand nochmal. Boll hat auch gesagt, dass er sich so ein bisschen am Markenaufdruck auf dem Tischtennisball orientiert, welcher Spin da so angeflogen kommt. Ich habe mir auch gedacht, ja, das macht Sinn. Gucke ich auch erstmal, wenn so ein Ding angeflattert kommt. Genau. Das einzige Mal, wenn ich den Aufdruck sehe, ist beim Aufschlag, wenn ich die Kugel in der Hand habe. Naja, okay. Aber du hast ja vorhin schon gesagt, wir sind leider ein bisschen über die Zeit. Genau. Deswegen, Timo, bitte verzeih es uns. Mehr Zeit haben wir für dich heute nicht. Ja. Wie viele Tischtennisbälle bekommt Timo Boll in den Mund? 32. 3. Stefan Raab hat 4 geschafft bei TV Total, wollte ich noch gesagt haben. Tischtennisbälle in den Mund? Ja, der war also ganz junger Knabe war der bei TV Total damals zu Gast und dann, wie Stefan Raab halt so ist, hat er gesagt, ah, und wie viele Tischtennisbälle kriegst du in den Mund? Und der Raab hat sich 4 reingesteckt. Ja, was ja, kriegst du, 32? Ja, natürlich kriegt man keine 32 Bälle, das war jetzt dumm dahergeschwallt, aber 3 oder 4 Tischtennisbälle? Also was haben die für einen kleinen Mund? Das will ich sehen. Also mehr als 4 will ich sehen. Guck dir das mal an, das Video. Ja, Okay, alles klar. Samt ich für einen kleinen Mund. Also, zum Glück ist es ein Podcast ohne Videoaufzeichnung. Wir machen jetzt ja Schluss. Ich schiebe mir Tischtennisbälle in den Mund. Und du kümmerst dich um Impftermine. Ciao, ciao. Bis nächste Woche. Ciao. Das war Beckenbauer, der RNZ Sport Podcast.